Wenn ihr wissen wollt, wie man solche Teigrohlinge für beispielsweise Pide, Dürüm oder türkische Pizza selbst herstellt, dann schaut jetzt ganz genau zu. Für den Teig, den man sowohl für Dürüm, was ihr vielleicht kennt, als auch türkische Pizza, Schrägstrich Lahmacun und auch für Pide verwenden kann, benötigen wir die hier gezeigten Zutaten. Entscheidend ist dabei nicht die Menge, sondern einfach nur das Verhältnis in sich. Wir haben hier in diesem Fall 750 Gramm Mehl, einen Esslöffel Salz, ein Paket Backpulver, dann 2 Esslöffel Öl, dann haben wir hier etwa 250 Milliliter warmes, lauwarmes Wasser und wir haben 400 Milliliter Milch. Die Schüssel steht einfach nur dafür da, um jetzt alle Ingredienzien zu einem Teig zu vermengen. Wie ein Teig so ist, nehmen wir nun das Mehl, geben es in eine Schüssel und geben eigentlich die Zutaten, die wir sonst noch so haben, mit dazu. Sprich das lauwarme Wasser, Milch, nachdem wir jetzt die Milch reingegeben haben, das Salz, Backpulver und zum Schluss das Öl. So, nachdem nun alle Zutaten drin sind, gehen wir mit der Hand hin und vermengen alle Zutaten natürlich. Ein bisschen aufpassen, dass nichts überschwappt in der Schüssel, bis wir einen homogenen Teig erreicht haben. Solltet ihr zwischendurch merken, dass es ein bisschen klebrig wird, so wie hier, und kein Mehl mehr in der Restschüssel vorhanden ist, dann gebt da noch ein bisschen Mehl extra drauf und dann wird es besser. So, nicht wundern, meine Finger sehen immer noch ziemlich verklebt und schmantig aus. Wenn man aber schon merkt, dass der Teig vernünftig geworden ist und eine homogene Masse ergibt, dann kann man den Klumpen erstmal so an die Seite rausnehmen, noch ein bisschen bearbeiten und ein bisschen Restmehl vielleicht entfernen und dann sehen wir mal weiter. Hier in der Mitte sieht man noch, dass es hier noch ein bisschen feucht und klebrig ist, kann man noch ein bisschen Mehl nehmen, immer mal wieder ein bisschen bestäuben und das Ganze nochmal ordentlich durchkneten. Original türkisch, wie ich gerade gelernt habe, ist es nun kleine Kügelchen zu formen, die diese Größe hier vorne haben. Schnappen uns also kleine Teigklümpchen und formen daraus kleine Kugeln, die dann später aufgehen sollen. Teigrohlinge haben wir jetzt hier auf ein Holzbrett gegeben, sollen jetzt gleich aufgehen. Zu diesem Zwecke geben wir aber jeweils einfach nur noch mal ein bisschen Mehl oben drüber. Das machen wir jetzt mit allem und dann decken wir sie gleich mit einem Handtuch ab. So, fertig mit Mehl bestäubt. Wir nehmen jetzt, wie versprochen, ein Handtuch, legen das so ganz sachte oben drüber. Jetzt durch das Mehl pappt jetzt auch das Handtuch nicht auf den Rohlingen fest und wir warten jetzt 30 Minuten, bis die Teiglinge aufgegangen sind. Nach 30 Minuten lüften wir das Geheimnis. Die Rohlinge sind als solches nun fertig. Ob ihr, wie gesagt, dafür nun oder damit nun Dürüm, Pide oder türkische Pizza macht, sei euch selbst überlassen. Und mir bleibt an der Stelle nur wieder zu sagen, Afiyet olsun.